Neanderthaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Neanderthaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Heute geht es, wo ist dein Stolz? Wenn ich immer wieder mal so am Abend Fernseher schaue oder einfach Serien schaue, Werbungen dann auch so ein bisschen sehe in meinem Umfeld oder einfach auch mal durch die Straßen gehe, dann sehe ich immer wieder Männer, die keinen Stolz haben. Oder auch Männer, die sich unter den Chef stellen, weil ich sagen muss, hey, wo ist deine Energie? Genau das ist nämlich die Frage, wo ist was? Der Stolz ist das, was du als Werte und Vision rausträgst als Mann. Vor allem auch, wenn du zurückschaust, einfach mal wieder schaust, wo ist überhaupt die Geschichte meines Lebens? Und du einfach mal sagst, da stehe ich jetzt, was habe ich alles erreicht? Wo gehe ich hin? Und ich einfach sehe quasi, hey, ich habe die Schule komplett gemacht, ich habe diesen Sport sehr gut erledigen können, ich habe viele sportliche Erfolge gehabt, ich konnte meine Mannschaften auch vorwärts bringen, ich habe dieses Projekt geschafft, jenes Projekt geschafft, ich habe dieses Studium abgeschlossen, ich habe einen super tollen Bruder, ich habe meinen Bruder unterstützt, ich habe meine Mutter unterstützt, ich habe meinen Vater unterstützt und. Und auch einfach siehst, was für eine tolle Geschichte hinter dir liegt, auch wenn du es vielleicht nicht von Anfang an siehst, wenn du einfach hingehst und einfach mal schaust, was habe ich überhaupt erreicht? Und einfach weißt, wow. Das ist der Grund, weshalb ich auch stolz auf mich sein darf. Es kann sein, bei dem du vielleicht hingehst und sagst, ja, ich sehe gar nichts. Mach einfach mal die kleinen Erfolge groß. Alleine schon am Morgen aufstehen. Nicht selbstverständlich. Hinstehen vor dem Spiegel, sich anschauen. Zähne putzen, gesunde Zähne vielleicht zu haben oder andere Dinge, die dir gelingen. Du hast noch vielleicht alle Zehen, alle Finger und. Oder du hast einen Unfall überlebt, dank deines Willenkraftes. Nimm alles, was um dich herum passiert, was du einfach siehst, hey, ja, ich stehe hier, aber dieses Leben hat mich 30 Jahre lang hier hingebracht. Und ich bin jetzt hier und stolz darauf, dass ich diese 30 Jahre überstanden habe, auch wenn es nur das ist. Und ich bin stolz, ein Mann zu sein und diesen Weg machen konnte. Damit ich hier hinstehe, diesen Podcast höre und einfach weiß, verdammt nochmal, ich bin stolz, dass ich das gemacht habe. Ich bin stolz, dass ich einfach eine Vision habe oder ich werde sie bald finden und werde vertreten, die ich möchte. Wenn es dir schwer fällt, dann nimm dich einfach wahr, wie du bist und wer du bist und einfach in die kleinste Zelle hineinspürst und einfach merkst, wie du atmest. Und dieser Körper ist genau der Grund, weshalb du stolz auf dich sein sollst. Egal, wie du jetzt aussiehst und morgen sein wirst. Aber jetzt ist der Punkt, bei dem du einfach sagen kannst, ab heute bin ich stolz auf mich. Und sag es jeden Tag an dich selbst. Ich bin stolz auf mich, denn ich spiele das Spiel des Lebens, um zu gewinnen und nicht mehr einfach da zu sein. Sei stolz auf dich. Schau nicht immer, was alles läuft um dich herum, beziehungsweise schau nicht immer Fernseher und sei dir bewusst, wir Männer werden dort oftmals negiert. Männliche Attribute werden klein gemacht. Oftmals auch als Handlanger gegenüber den Frauen dargestellt. Ist aber nicht so. Du bist ein Mann und du darfst mit der Welt sein und du sollst mit der Welt sein. Du bist der Stolz. Denn, schau mal, wie ist die Erde entstanden? Die Erde ist durch Luft und Feuer entstanden. Wir stehen auf der Erde, die ein
Feuerkern hat und wir atmen Luft. Ohne diese zwei Komponenten könnten wir in der heutigen Welt nicht leben. Es gäbe keine Erde, eine Erdkruste und es gäbe keine Vegetation, wenn wir diese zwei Dinge nicht hätten. Denn genau diese zwei Dinge sind die, die uns repräsentieren als Mann. Als Mann bist du Feuer und Luft. Du repräsentierst zwei wichtige Eckpfeiler der Welt, die so lebt, wie sie ist. Und die Welt ist komplett. Also, du bist ein Teil und der wichtigste Teil bei der Erdentstehung, der männlichen Essenz. Du bist ein Teil davon. Sei stolz darauf, dass du auf so einem tollen Planeten stehst, der durch deine Energie entstanden ist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das war Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Gib mir auf iTunes 5 Sterne, würde ich mich sehr freuen und empfehle den Podcast weiter, damit auch weitere Männer von diesem Podcast profitieren können. Bis bald, bis zu den nächsten Folgen. Tschüss. Ja, noch was. Auf www.neandertaler-talk.com findest du noch viele Büchertipps von den Interviewspartners, die mir so zugetragen wurden während des Interviews. In den Shownotes hast du gleich eine ganze Auflistung, die du auf direktem Weg anschauen kannst. Viel Spaß dabei!